So, willkommen zurück zu einem weiteren Video und heute schauen wir uns einfach mal dieses wunderschöne Resource Pack hier an. Es nennt sich Default und ich zeige euch heute, wie ihr euch das downloaden könnt. Denn, naja, ihr kennt das bestimmt alle und ihr findet das alles super schön und wer will das nicht downloaden? Das Ding ist nur, man downloadet das gar nicht, denn ihr habt das schon auf eurem PC, wie man vielleicht erkennen kann. Oder wie ihr vielleicht schon festgestellt habt bei eurem PC. Dann dieses Default Resource Pack ist schon in eurer Minecraft Jar drin und dafür zoomen wir einfach mal aus dem Spiel raus. Und ja, wir sind jetzt hier auf unserem kompletten Bildschirm. Wir haben unseren Resource Packs Ordner schon und wir haben ja auch einen Punkt Minecraft Ordner. Wie in den Punkt Minecraft Ordner kommt es eigentlich relativ einfach. Ihr müsst einfach in eure Zeile da oben reingehen und Prozentzeichen, AppData, AppData, Prozentzeichen. Oh, da hat Lula ein Video hochgeladen, das ist ja toll. Prozentzeichen, nicht AppData, AppData. So, ich kann nicht schreiben, wenn mein Mikrofon davor ist. So, und dann haben wir hier einen Punkt Minecraft und da gehen wir einfach mal rein. Der sieht bei übrigens bei mir so komisch aus, weil ich habe den einfach editiert und habe dann einfach ein eigenes Bild gemacht. Normalerweise sieht der ganz normal aus. So, ich finde das aber cool. Ich kann mal schauen, ob ich das finde. Das war irgendwie ein Windows 8 Dingsbums, bla. Und ich mache mal hier Pause, damit mich die Schafe nicht stören. So, weil die gehen mir auf den Sack. So, okay. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es ausgeschaltet, ich bin mir nicht sicher. So, dann haben wir jetzt hier unseren Resource Pack Ordner, da sind wir hier schon drin. Und wir haben einen Version Ordner. Früher war es ein Bin Ordner, in der 1.7 noch, oder 1.6. Und jetzt haben wir einen Versions Ordner. In diesem Versions Ordner haben wir unsere ganzen Versionen drin, unsere ganzen, weiß ich nicht, verschiedenen Mod-Dinger da oder sowas. Ihr könnt lustigerweise auch zum Beispiel, wenn ihr Forge installiert habt, könnt ihr dann auch in einen Mods-Ordner gehen und dann zum Beispiel auch verschiedene Unterordner dafür machen. Dann habt ihr hier uns eure 1.8-Mods drin, da eure 1.7-Mods, bla 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 und so weiter und so fort. Aber wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Wir gehen in unseren Versions-Ordner und da wählen wir am besten mal eine Version aus. Am besten eine Vanilla-Version und am besten eine Version, die relativ neu ist. Also nehmen wir einfach die 1.8.3 Vanilla. Und dann öffnen wir diese mit 7-Zip oder mit einem WinRAR-Archiv oder irgendetwas, was ZIP-Dateien öffnen kann. So, hier drinne haben wir jetzt einen Assets-Ordner. Und den Assets-Ordner kennen wir von, ich schau mal hier in unserem Pfeffer-Pfeff rein, auch von Resource-Packs. Verrückt. Denn in diesem Assets-Ordner ist einfach alles drin. Da haben wir Minecraft. Ihr könnt auch Mod-Support für euer Resource-Pack hinzufügen, wenn ihr zum Beispiel hier, das kann ich auch mal schnell noch zeigen, wenn ihr dann hier in Mods zum Beispiel geht. Ich habe das jetzt natürlich schon mal Forge installiert gehabt. Wenn er zum Beispiel hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Optifine-Mod. Ich weiß nicht, ob der das... Ach, der hat was drin? Nee, ich glaube nicht. Mist, die haben... Ach doch, der hat was drin, der Texturen. Dann geht ihr hier 7-Zip öffnen. Und dann hat er normalerweise einen Assets-Ordner drin. Ah, der hat auch nur... Mist! Was für dumme Beispiele. Aber normalerweise haben die einen Assets-Ordner drin. Ich habe nur leider jetzt keinen... Komm schon, Pixelcam hat doch was drin, oder? Auch nicht. Na super. Mann, Marius, was kannst du eigentlich? Warum hast du keine Sets-Ordner drin? Das ist übrigens vom Crush Pixel der Server. Der Mod hier, Pixelcam. So, schade eigentlich. Mensch, Marius, du hast es einfach echt nicht drauf. Oh Gott, ich bin so gemein. So, könnte ich die Mods übrigens mal von Crush Pixel runterladen? Die sind sehr schön. Und sehr praktisch zum Mapmaken. So, wo war ich stehen geblieben? Richtig. Dass man hier. So, wir sind wieder in unserem Minecraft-Ordner, in dem Assets-Ordner drin. Und da haben wir die ganzen Texturen. Texturen, Texte, Shader, das sind diese mit, diese Super-Secret-Settings, die könnt ihr rausmachen. Models, ihr könnt Models, das sind quasi für die ganzen Blöcke, das sind alle Item-Dinger schon drin, die quasi alle, die hier braucht, auch später zu modeln, ist das sehr, sehr praktisch, weil dann könnt ihr einfach schauen, welche Datei ihr einfach überschreibt, und nicht einfach raten, wie die Datei heißt, das ist sehr, sehr praktisch. Und dann haben wir hier die Language-Datei, die könnt ihr umbenennen. Ihr könnt auch einfach eine de-de.lang machen und eine deutsche reinschreiben. Dann haben wir hier noch die Font, das ist eine Datei, die ihr mit Notepad oder ähnlichem bearbeiten könnt. Da könnt ihr einstellen, wie dick die, beziehungsweise wie groß die einzelnen Buchstaben sind. Block-States, dann könnt ihr einstellen, welche Texturen welche Blöcke benutzen und wie sie gedreht werden und welche Variationen es von den Blöcken gibt und welche Models sie benutzen. Ist auch sehr interessant, damit kann man random Model und random Texturen machen. Somit ist zum Beispiel dann auch bei, könnt ihr nicht, wir gehen nochmal ganz kurz in Minecraft. Heute ist es einfach so ein Allrounder Texture Pack Video, wo ich euch alles zeige. Wir können in Video Settings gehen und dann haben wir hier nämlich Alternate Blocks oder auf Deutsch, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall da, Alternate Blocks. Das sorgt dafür, dass die Blöcke gedreht werden. Oder auch bei mir, dass, also bei meinem Resource Pack, dass hier teilweise,
weiß jetzt nicht, ob hier irgendwelche. Ah ne, bei dem Gras habe ich es ja nicht mehr. Bei Sand, dass da teilweise Steine auf dem Sand liegen. Moment, wir müssen jetzt anmachen. Den Blocks an. So, dann liegen hier Steine rum. Oder beziehungsweise hier liegen auch mal Kakteen auf dem Sand. Und so weiter und so fort. Das ist sozusagen random Texturen, was sehr, sehr praktisch ist. Hier, guckt, da liegen die Steine auf dem Gras. Perfekt. Ziemlich cool. Sehr, sehr praktisch eigentlich. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und gehen wir wieder zurück. Also dafür ist der Block-States-Ordner da, falls ihr euch gewundert habt, was das ist. So, gut. Jetzt haben wir diesen ganzen Ordner. Und diesen Ordner nehmen wir einfach mal und gehen in unseren Punkt-Minecraft-Ordner, in unseren Resource-Packs-Ordner und packen da einfach mal einen neuen Ordner hin. Den nennen wir einfach mal Default. So, und packen dann diesen Assets-Ordner da rein. So. Und wer denkt, dass das jetzt schon alles war, der hat sich aber gewaltig geschnitten. Denn es wird noch ein bisschen komplizierter. So, wir lassen es einfach mal kopieren. Währenddessen können wir hier eine neue Datei erstellen. Und zwar eine Textdatei. Und die nennen wir... Falscher Parameter. What? What, what? Was machst du denn, du Schlawiner? Hm? Ist es, weil ich Minecraft anhabe? Okay, dann mache ich Minecraft aus. Wenn du das nicht möchtest, dass wir das... Ist okay, Minecraft, wir können darüber reden. So. Mensch, dieser Ladebalken ist aber spannend, meine lieben Freunde. Willkommen zu Let's Play Ladebalken. So. Und ich weiß, das dieses Resource Pack Tutorial könnte viel kürzer sein, aber ich möchte es ein bisschen ausführlicher haben, damit ihr auch Hintergrundwissen habt, was man damit eigentlich alles anstellen kann. So, anstatt euch einfach nur zu zeigen, wie man das schnell hinzimmert. So, das mehr brauchen wir eigentlich nicht hiervon. Ich glaube, wir haben hier noch eine Pack.mcmeter-Datei rumliegen. Eine Pack.png-Datei haben wir hier noch. Die können wir eigentlich nehmen und auch mit reinpacken. Das ist eigentlich so eine Standardtext-Datei. Die kann man hier noch bearbeiten. So, und dann haben wir hier eine Datei, die wir noch bearbeiten können. Da können wir rein theoretisch reinmachen, was wir wollen. Das ist aber weniger spannend gerade. Was habe ich denn hier gemacht? So, weniger spannend. Aber da können wir dann unsere eigenen Bilder reinpacken von unserem Pack. So, jetzt brauchen wir noch eine Datei, die Minecraft verrät, dass es ein Resource Pack ist. Und deswegen haben wir hier unser neues Textdokument. Das können wir erstmal einfach so lassen, müssen wir nicht umbenennen. Und wir editieren es einfach mit Notepad und hoch. Wo haben wir den? Hier, hallo? So, da ist unser Feld. Nein, ich möchte nicht updaten. Dankeschön, Notepad++. Aber schön, dass du mein Tutorial störst. Das ist okay. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. So. Wir fangen an mit einer Klammer. So. Und in diese Klammer kommt rein. Einmal zwei Leertasten und dann in Anführungsstrichen Pack. Und dann ein Doppelpunkt. So, Pack. Und dann machen wir nochmal eine geschweifte Klammer auf. So. Ist jetzt alles ein bisschen rein theoretisch hier, so alles. Ich packe euch dann unten rein, wie ihr das genau schreiben müsst. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt aufpassen. So, dann brauchen wir ein Pack-Format. So, das ist auch relativ wichtig. Ist ein Pack. Das so. Und dann brauchen wir eine Description. So. Und diese Description, die können wir jetzt beispielsweise. Hier ist es wichtig, normalerweise kennt ihr es ja vielleicht mit und B oder sowas als Farbcodes auf Bucket von früher. In Minecraft sind das die Paragraphzeichen, die macht ihr mit Shift und 3. Und B, also Shift und B wäre jetzt quasi hellblau, Shift und A wäre grün, Shift und C wäre helles Rot, Shift und D ist, keine Ahnung, Shift und E ist gelb, Shift und F ist weiß, Shift und G gibt's nicht. Oder G ist, weiß ich nicht, ist ja auch egal, könnt ihr nachgucken. Sucht ihr einfach Google Minecraft Farbcodes, ganz einfach, ich weiß. So, also nehmen wir einfach mal und 6 für Gold und schreiben hin Resource Pack. So, hoch, Resource Pack. Und dann machen wir noch etwas, und zwar ein Backslash und dann ein N. Und dann schreiben wir nochmal hier zweite Zeile. So, das Praktische ist, man kann mit Slash N eine zweite Zeile machen in eurer Resource Pack Beschreibung, was sehr, sehr cool ist. Ein Backslash, also ein Slash in die andere Richtung, das macht ihr mit Alt-GR und dann auf Fragezeichen und, also quasi da, wo normalerweise und ist, dieses Fragezeichen oder das scharfe S, könnt ihr mit Alt so ein Backslash machen. So. Okay, und das war's eigentlich schon. Dann können wir hier die ganzen Dinge mal zurückgehen nochmal. So, brauchen wir alles nicht. So, okay, das wär's schon. Ach ja, und jetzt machen wir Steuerung Shift und S, nicht Steuerung S. Beziehungsweise geht das hier gar nicht, so doof, speichern unter. Das ist doch, ach, Steuerung Alt und S ist es hier. Okay, man lernt nie aus. So, und dann nennen wir es einfach mal MCPack.
pack.meta. .mcmeter hoch. Warte mal, pack.mcmeter hoch. MC-Meter, so, nicht MC-Pack-Meter, das wäre ja doof. Pack.MC-Meter, so. Und das speichern wir unter All Types. Ein bisschen hochscrollen, dann habt ihr das. So, pam, dann haben wir diese Pack.MC-Meter-Datei, das können wir, dann können wir das hier löschen. Flop. Und jetzt müssten wir ein Resource-Pack haben, sobald wir Minecraft öffnen. So, das machen wir mal ganz kurz. Und dann schauen wir mal, wie das ist und ob das funktioniert. Und dann können wir auch gleich hier schon mal in unseren Assets-Ordner gehen und sehen, wir haben hier Resource-Packs und sowas und die ganzen Texturen und Blöcke. Haben wir hier alles aufgelistet? Eieiei, das ist ganz schön viel. So, Minecraft, ich möchte gerne starten, dankeschön. Und hier haben wir auch noch lustigerweise solche kleinen MC-Meter-Dateien, wo dann beispielsweise, das kann ich auch mal erklären, wo dann hier ein, da haben wir es ja, wow. Wo wir ein, die Frame-Time zum Beispiel, das ist ein relativ einfaches Animationsteil, eine relativ einfache MC-Meter-Datei. Geh mal ganz kurz zurück, Minecraft, ich brauche dich gerade nicht. Da kann man nämlich die Frame-Time einstellen, ganz einfach, wie schnell sich das bewegt. Das können wir ganz schnell machen, dann dreht sich diese Animation schneller. Es sind immer Ticks, zwei Ticks und 20 Ticks ist eine Sekunde, also könnt ihr euch vorstellen, das ist gerade eine Zehntelsekunde. So, und das wäre dann, und dann haben wir das jetzt verändert, dann ist es schneller zum Beispiel. Wir könnten, wollen wir denn noch was Praktischeres, das ist auch einfach nur, heißt einfach nur, auch nur Animation. Was auch richtig cool ist eigentlich, ist bei Prismarine. Mal gucken, Prismarine. Prismarine hat eine coole MC-Meter-Datei, die hat nämlich Interpolate. Und das heißt, dass es einen Übergang hat, quasi einen weichen Übergang von einem Frame zum anderen. Und hier werden die Frames auch nochmal aufgezählt. Am besten schaut ihr euch mal bei Prismarine Rough die MC-Meter-Datei an und macht damit einfach mal andere MC-Meter-Dateien. Ihr könnt nämlich einfach hergehen und zum Beispiel so eine Datei hier nehmen, so ein Log Spruce Wood, das bearbeiten mit PaintNet benutze ich und dann zum Beispiel mal die Bildgröße ändern auf 16x64, also quasi viermal so dick, viermal so hoch meine ich. Oh, nach Mist. Ihr müsst bei Größe ändern, müsst ihr diesen Haken da wegmachen bei Seitenverhältnis. So, die Höhe können wir dann auf 64 machen, sondern haben wir nämlich so ein großes, so, das mir jetzt einfach mal so sieht witzig aus, perfekt. Und das sind dann quasi immer diese kleinen Teile. So, und dann können wir rein theoretisch dann diese Datei, die wir jetzt gerade hier haben, diese Prismarine Rough, auch zum Beispiel mal ein bisschen verändern, zum Beispiel so auf 2 Ticks. Und dann, das ist eigentlich cool, das geht nur von 0 bis 4, ne? Das hat auch nur 4, ja, das können wir so lassen. Und Interpolate True machen, so. Was war das jetzt für ein Holz? Eichenholz, okay, nee. Ach, wie heißt es auf Deutsch? Spruce Wood auf jeden Fall, so. Fichte. Fichte heißt es auf Deutsch, genau. So, und dann können wir das jetzt mal speichern, beziehungsweise Kopie speichern unter. Und das speichern wir jetzt unter, nicht mehr prismarinerough.png, sondern log-spruce und auch nicht .png, da will ich euch ein bisschen verarschen. Da müsst ihr noch ein .mcmeter dahinter dran machen und hier unter all types. So, speichern wir. So, jetzt haben wir nämlich hier eine MC-Meter-Datei dafür und das zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. So, wir gehen mal wieder in unsere tolle Welt, unsere Survival-Welt. Lonely Welt. So. Und dann gehen wir wieder aus meinem 5x5 raus und wir haben hier noch ein Resource-Pack. Und da habe ich was falsch gemacht. Mensch. So. Ich weiß nicht genau was. Mensch. So, Resource-Pack, zweite Zeile. Funktioniert. Okay, ist anscheinend schon drin, ne? So. Und jetzt schauen wir mal, wie weit, also inwiefern das jetzt funktioniert hat. Also wir können mal ganz kurz hier schon mal, boah, muss erstmal laden, nach Prismarine suchen. Wir suchen am besten Prismarine und wir werden, Moment, das war eine Sea-Lantern, die ich bearbeitet habe. Diese Sea-Lantern hier und wir können sehen, diese Textur ist auf jeden Fall schneller als sie normalerweise ist. Kann man vielleicht jetzt schlecht sehen, aber es ist schneller als es normalerweise ist. Das sieht man normalerweise nicht. Sieht ja schon fast aus wie Wasser. Auch ziemlich cool. Jetzt schauen wir hier mal bei dem Spruce Wood und wir sehen, es bewegt sich komisch und es ist lustig animiert. So könnte man animierte Texturen machen. Relativ simpel. Also wirklich der Grundbaustein bei einem Resource Pack erstellen. Ich habe mir kein Tutorial angeguckt, ich habe alles selber gelernt. Ihr müsst einfach das Default Resource Pack euch angucken und darf raus lernen, was das Default Resource Pack kann. Im Zweifelsfall, wenn nichts vorhanden sein, also falls eine Option, die es in Minecraft gibt, noch nicht von Minecraft verwendet werden soll, verwendet worden ist, dann schaut ihr einfach mal, dann gebt ihr einfach mal nach MC-Meter-Datei oder MC-Meter-Format oder sowas, könnt ihr einfach mal googeln.
Dann kommt ihr auf eine Minecraft-Wiki-Seite und da könnt ihr auch mal vielleicht ein paar wichtige Sachen finden. Wobei eigentlich alles Notwendige schon im Resource-Pack vom Default Minecraft drin ist. Was super praktisch ist und super simpel. Und ich zeige euch nochmal... Huch, Minecraft? Ich dachte, ich bin stehen geblieben, ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich bleibe einfach stehen. Oh Gott, ich glaube, in Minecraft steht, oder? Ey, Digga. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man random Texturen machen kann. Und dann hätten wir eigentlich alles Wichtige, wie man ein eigenes Resource-Pack macht, also beziehungsweise wie man sich ein eigenes erstellt, wie, wie man die Beschreibung macht, wie man ein eigenes Bild macht, das könnt ihr bearbeiten, wie ihr eigene Texturen macht, einfach mit Paint bearbeiten die Bilder, wie ihr sie animieren könnt und jetzt auch noch, wie ihr random Texturen machen könnt. Models haben wir ja schon mal mit dem VDCraft Cubic, da ist oben jetzt so ein, rechts oben jetzt so ein I, da könnt ihr euch anschauen, wie man eigene Models machen kann. Auch relativ einfach, braucht ihr nur ein Programm für, das kostet was, oder ihr holt euch die Lite-Version, die aber nicht so gut ist. Aber haben wir auf abzuschweifen. Ich zeige euch mal, wie ihr random Texturen macht. Okay, welche Textur nehmen wir am besten mal? Wir nehmen mal Sand. Wir wollen, dass... Wir nehmen irgendwas, was man sehen kann. Wir nehmen Oakwood, ja? So, Oakwood. Oakwood hat diese komische Textur, die in eine Richtung geht, ja? So, immer in dieselbe Richtung. Das ist ganz cool und so. Aber vielleicht wollen wir auch mal, dass es teilweise sich mal so ein bisschen dreht. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir lernen vom Default Resource Pack. So, folgendermaßen. Wir gehen in unseren, wir gehen zurück, nicht mehr in den Textures-Ordner, wir gehen in den Block-States-Ordner. So, und wir suchen jetzt einfach mal nach Grass. So, grass.json und bearbeiten es einfach mal mit Notepad. Wir sehen, wir haben hier etwas Neues. Und zwar haben wir Varianten. Jetzt gehen wir mal in, was wollen wir bearbeiten? Planks. Planks. Ich glaube, oak-planks, oder? oak-planks.json. So, oak-planks. Ihr müsst einfach ein bisschen rumprobieren und ein bisschen raten, wie die heißen. Ansonsten sucht ihr einfach mit Steuerung F zum Beispiel nach Planks. Planks. Und dann findet ihr das schon. Genau, da zum Beispiel. Ganz einfach. Ihr müsst einfach, ihr findet das schon. So, okay. Dann gehen wir mal wieder in unseren tollen Editor hier. Machen wir mal Vollbild. So, ich habe übrigens jetzt einen größeren Bildschirm. Das ist sehr praktisch. Kann ich ein bisschen mehr jetzt drauf machen. So, okay. Dieses Ding hier sagt uns jetzt, dass wir verschiedene Varianten haben. Einmal haben wir Snowy Falls. Das ist deswegen so, weil es ein Blockstate hat. Es gibt bestimmte Sachen, die Blockstates haben. Das sind nämlich zum Beispiel Kisten oder sowas. Oder beziehungsweise zum Beispiel Braustände, wenn sie verschiedene Flaschen drin haben, dass sie dann verschiedene Models haben. Wir können aber auch einfach so, ohne Varianten, random Model hinzufügen. Und zwar einfach normal. Und dann müssen wir Folgendes machen. Wir sehen hier ist es eine Auflistung und da ist es einfach nur 1. Wenn wir eine Auflistung machen, geht es ganz einfach, wir machen eine eckige Klammer auf und die geht dann auch irgendwann wieder zu. Am zuallererst gehen wir mal hier runter. So, haben wir da auch einfach so 2? Die haben da 4 genommen. Ich glaube, das ist einfach mit einem... Ja, warte mal, gehen wir zurück. Keine Leertasten. So, gut. Und dann gehen wir wieder runter. So, und machen das wieder zu. So, genau, dann haben wir hier nämlich genau dasselbe Format wie da. Ja, perfekt. Jetzt können wir mit STRG D die Zeile kopieren. So, machen wir das 4-mal. Hier sehen wir, wir haben hier eine Rotation um die Y-Achse, jeweils um 90 Grad. Das heißt, dass sich dieses, also 90, 180 und 270. Das bedeutet, dass sich das immer so ein bisschen dreht. Ihr habt ja gesehen, Gras kann gedreht sein in alle 4 Richtungen. Wenn wir diese Minecraft-Option, wir gehen mal hier rein, wenn wir diese Minecraft-Option bei den Video-Settings aktivieren. Normalerweise hat Gras nämlich immer dieselbe Textur. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, ob das hier... Ja genau, da ist zum Beispiel jetzt so ein weißer Pixel. Da ist der weiße Pixel in der anderen Ecke. Das ist dann hier, also quasi... Nee. Doch. Oder? Das ist auf jeden Fall... Ja, hier. Das ist einmal... Also das ist quasi 90 Grad... Das ist 90 Grad nach rechts gedreht im Vergleich zu dem hier. Also von da... So. 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 Und wenn ich das jetzt ausschalte hier bei Video Settings und dann Alternate Blocks False, dann sehen wir, dass da ist der Pixel auf der Stelle und da ist er auch auf der Stelle. Und so genauso wie bei jedem anderen Block auch. Das war vorher der Fall bei Minecraft. Relativ langweilig, ne? Ja. Können wir hier wieder anschalten und dann sieht es alles ein bisschen dynamischer aus. So. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir machen das Ganze hier auch. Wir machen hier einfach, wir gucken uns das, wir können das rein theoretisch einfach kopieren. Nehmen wir das, kopieren, ist ja nichts Schlimmes dabei. So, und kopieren uns das einfach da raus. So, jetzt haben wir 2 Leerzeichen, das machen wir raus. So, und dann machen wir das Ganze hier und da. Machen wir ein Leerzeichen weg. Ist auch egal, in welche Reihenfolge wir das machen. Also machen wir hier nochmal 180 und da 270. So, jetzt können wir speichern mit STRG S. Und jetzt, um Minecraft Resource Packs in-game zu reloaden, das habe ich auch noch nicht gezeigt, F3 und T. F3 und dann T, also F3 gedrückt halten und dann T. So, jetzt haben wir irgendwas falsch gemacht.
okay, kein Problem. Denn wir wissen, wir müssen bei der Liste Kommas machen, um die Sachen zu trennen. Wichtig ist, dass ihr nicht beim letzten auch noch ein Komma macht, weil sonst macht ihr Komma und dann würde er das nächste dann auch noch zählen. Und das nächste ist nichts und nichts kennt er nicht. Also beim letzten kein Komma. So, pam. Müsst ihr nur beachten. So, okay, dann machen wir das Ganze nochmal F3 und T. Es ist sehr wichtig, so keine Panik kriegen, wenn mal so ein rosa das ist, denn Troubleshooting ist ziemlich cool. So, jetzt haben wir hier nämlich eine unglaubliche Random-Textur, die gar nicht mal so schlecht aussieht, oder? Ich find's ganz cool. Hat was. Und jetzt haben wir quasi eine random, weiß ich nicht was, Struktur mit Holz. Und ich fände das eigentlich relativ cool. Das könnte man sozusagen so ein bisschen Bambus-mäßig machen, sagen wir mal so. Und leider kann man es nicht so wirklich so sagen, okay, immer jeder zweite ist gedreht, denn da sträubt sich, also quasi das ist nicht 50-50 dann. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, machen wir es einfach mal. Wir sagen mal einmal normal und einmal 90, das heißt, wir nehmen die beiden einfach mal weg, probieren wir mal vorne aus. So, was passiert dann? Wird es sich dann 50-50 exakt abwechseln oder 50-50 auf die Masse verteilt? Ja, 50-50 auf die Masse verteilt. Es gibt hier genauso viele, die in die Richtung gehen wie in da, also in der ganzen Welt hier. Pi mal Daumen. Wenn man es im Großen nimmt. Also wenn ich diese beiden hier nehme, ist es natürlich nicht 50-50, aber so, wenn wir dann irgendwie sowas hier dann irgendwann machen, kommen, ja, dann ist es 50-50. Oder? 5 und 7, naja, fast. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ungefähr 50-50. Das können wir hier wieder rückgängig machen. So, und dann haben wir wieder alle vier Varianten. So, F3MT. Und schon haben wir das reloaded. So, und jetzt haben wir wirklich alles, was man gut gebrauchen könnte. Wir schauen nochmal durch, was es noch so alles gibt in diesem Ordner. Denn wir haben Blockstates gehabt. Wir hatten Font. Font kann man die Dings hier. Nee, Font braucht ihr gar nicht eigentlich. Also, um die Schrift dann zu bearbeiten, geht ihr in Textures und dann auf Font. So. Und da könnt ihr dann hier. Das einzig Wichtige ist eigentlich ASCII. Die anderen sind alle komplett unnötig. Das sind die Unicode-Sachen und sowas. Da könnt ihr einfach hier bearbeiten. Was ich gerne mache, ist Korrekturen und dann die Farben umdrehen. So, dann könnt ihr damit leichter arbeiten, weil weiß auf weiß sieht man nicht so gut. Und dann könnt ihr das einfach mit schwarz machen und dann, wenn ihr fertig seid, einfach die Farben wieder umkehren. Und dann habt ihr sie wieder weiß. Auch relativ praktisch, auch ein kleiner Tipp von mir. Und das können wir auch einfach speichern, nicht speichern, sondern einfach beenden. So, perfekt. So, okay. Bei der GUI müsst ihr manchmal ein bisschen drauf achten, bei dem Container hier zum Beispiel. Da müsst ihr auch mal ein bisschen rumprobieren. Da gibt es verschiedene Tabs und sowas. Aber damit solltet ihr eigentlich klarkommen. Soweit ich das jetzt sehe. Hier haben wir verschiedene Sachen für die Presets, wenn man bei einer Custom-Welt sich was erstellt. Und so weiter und so fort. Items natürlich, ganz klar. Das sind alles Texturen, die sind relativ simpel. Die kann man relativ einfach machen. Bei Entities wird es manchmal ein bisschen kompliziert. Ohne Witz, die Guardian-Textur, da dreht ihr durch. Ich zeige euch mal ganz kurz. Guardian, bearbeiten. Also, was Jeb da für eine Scheiße gemacht hat, schreibt er noch stolz seinen Namen dahin. Das, ihr wisst nicht, wo was ist. Aber dann müsst ihr einfach Try and Error machen. Mit F3 und T könnt ihr schnell Sachen in-game reloaden. Kein Problem. Das kriegt man irgendwann hin. Guck mal, hier ist sogar die Alex-Textur. Das ist ja cool. Siehst du mal, in meinem Resource-Pack war das noch nicht drin. So. Und wenn ihr immer die neueste Textur nehmt, habt ihr automatisch alle neuesten Features drin. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und damit könnt ihr extrem gut arbeiten und habt direkt das Resource Pack, was perfekt für die neueste Version ist. So, gehen wir mal raus aus Textures. Dann haben wir noch Shaders. Shaders sind. Eieiei. Amelie rollt auf ihrem R herum. Sehr ekelhaft. So. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war's. Übrigens, die App, die da unten ist, heißt Push Bullet. Die nervige. hat mir Dings gezeigt, beziehungsweise erwähnt. Das habe ich wegen Samuel K. habe ich mir das geholt. Dem Guten. Einem der aktivsten Zuschauer hier überhaupt. Mit dem habe ich vorhin geredet auch. Lustig. So. Ja. Gut. Jetzt wisst ihr, wie ihr ein Resource Pack machen könnt und wirklich alles damit anstellen könnt. Ich hoffe, euch hat das geholfen irgendwie. Und wenn ihr irgendwann mal Fragen haben solltet, schreibt es in die Kommentare oder schaut euch das Video einfach nochmal an. Vielleicht war ich ein bisschen zu durcheinander. Aber im Endeffekt habe ich eigentlich alles erklärt. Auch wenn ich vielleicht nicht wirklich bei der Sache geblieben bin teilweise. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht kennt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Vielleicht
mit einem weiteren Tutorial, wie ihr mit einem Klick ein Zeitmesser hinzufügt oder was auch demnächst gleich bald kommt, eine Option, wie man ganz, ganz viele verschiedene Items nehmen kann, zum Beispiel ganz viele Bögen, die alle verschiedene Sachen können. Feuerbogen, Eisbogen und sowas und das in einem Modus und das auch noch Multiplayer-freundlich. Das wäre doch ganz praktisch, oder? Kommt demnächst. Cool, oder? Ich weiß. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich reibe meinen Stuhl gegen meinen Tisch. Oh nein. Oh, mein Stuhl geht kaputt. Oh, scheiße. Oh Gott. Nein, da sind ja voll die Macken schon dran. Der ist neu. Ah. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich hab euch lieb. Und eine gute Nacht.